Die Tour de Moor wurde aus einer Vision zur Erfolgsgeschichte und feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Ob mit oder ohne Strom, jeder Radler nimmt seine persönlichen Eindrücke mit nach Hause. Wie viele Radler sind heuer am Start? Heuer sind wieder um die 1200 am Start, also ziemlich gleich wie die letzten Jahre. Und natürlich wieder das Glück mit dem schönen Wetter. Wir haben ja jetzt 3 Jahre Pause gehabt und jetzt tut es umso mehr gut, wenn man wieder mit Menschen zusammen sein darf, wenn man gemeinsam unterwegs sein darf, wenn man reden kann, wenn man zusammensitzen kann, wenn man miteinander Sport betreiben kann. Das ist das Leben. Der Murradweg wird oft als vielfältigster Flussradweg im Alpenraum bezeichnet, da seine Landschaft so abwechslungsreich und das Radnetz gut ausgebaut ist. Ich fahre viel mit Rad, ich fahre alle Tage die Arbeit von Hallein nach Salzburg. Ich fahre im Jahr 6000 Kilometer circa. Ja. Die Landschaft, die Organisation funktioniert wunderbar und ja, immer eine gute Gelegenheit, ein bisschen aus dem Alltag rauszuradeln. Wir haben ja heuer 30 Jahre und da haben wir gedacht, da muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich werde mit meinem Waffenradl, was 60 Jahre alt ist, einmal die Strecken fahren. Von Michä bis Rackersburg. Ich habe heute die Ehre, dass ich meinen besten Mann dieser Tour da begleiten darf. Ich bin ausgestattet mit einem Hammer. Gell? Und dann sage ich immer, wenn es irgendwas hat, Hammer gleich. Ne? Ja, man hat so viele Eindrücke, nicht? Überall grün. Man sieht doch noch auf einer Weide Tiere, nicht? Die Kühe und die Pferde. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir eine Radfamilie geworden sind. Es ist kein Rennen, es ist eine reine Touristikveranstaltung. Jeder soll Spaß haben. Jeder kommt mit der Familie. An den Labestationen können sich die Radler stärken und kurze Pause einlegen. Wir sind heute seit ca. 5:30 in der Früh schon mit 10 Leuten im Einsatz, mit dem Aufbau beschäftigt und mit dem Ganzen. Und freuen uns natürlich, so einen Haufen Hobbysportler begrüßen zu dürfen. Die Tour de Moor ist ein mehrtägiges radelndes Abenteuer unter und mit Freunden. Schon Bert von Radau sagte, Radfahren ist Meditation in Bewegung. Das ist ein Ausgleich zum Alltag und wir sind stolz, dass wir Teilnehmer aus jedem Bundesland hier begrüßen dürfen. Ich hoffe, es wird ein Vergnügen, dachte ich so. Ja, freue mich schon. Also, ich werde mit den Buben schon gemeinsam fahren, das passt schon so. Ja. Vieles ist gekommen, um wieder zu gehen. Die Tour de Moor aber ist geblieben und das seit nunmehr 30 Jahren. Ich muss wieder heim, mein Akku ist labern. Ich komm gleich wieder.